Eine Geschichte aus einem der gefährlichsten Länder der Welt, aus Guatemala. Dorthin wurde der Schweizer Zeichner Patrick Chabat gerufen. Seine Zeichnungen sind etwa bekannt aus der NZZ am Sonntag. In Guatemala lehrte er seine Berufskollegen, wie sie mit spitzer Feder arbeiten können, ohne ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und selbst musste er allerdings dort auch etwas lernen, wie man zum Beispiel über die Straße kommt und dabei überlebt. Gruppenbild mit Männern, die mit ganz eigenen Waffen antreten gegen Korruption und Gewalt. Mittendrin Patrick Chabat. Zum Stell-Dich-Ein der Karikaturisten lädt der Schweizer Botschafter in Guatemala. Ein Schritt in Richtung Sicherheit und Lebensqualität, so hofft man hier. Aber was kann der Zeichenstift schon bewirken in dieser gnadenlosen Umgebung? Wie Mord und Erpressung verhindern? Wie gegen Straflosigkeit für Verbrecher kämpfen, angesichts korrupter Polizei und Justiz? Können Zeichner das tägliche Leben in Guatemala wirklich beeinflussen? Sein Leben etwa? Felix Achanel aus Guatemala City, Chauffeur einer Schweizer Diplomatenfamilie. Seine Waffe ist der Stift. Patrick Chabat, gefragter Cartoonist für Schweizer und internationale Tageszeitungen. Ich hatte keine Ahnung von Guatemala, wie wohl die meisten Schweizer auch. Aber je mehr ich darüber gelesen hatte, desto mehr packte mich der Horror und gleichzeitig das Interesse. Denn ein Thema ist in der Geschichte des Landes immer wiederkehrend: die Gewalt. Fußgänger sind rar. Die Gefahr von Überfällen ist zu groß. Filmen empfiehlt sich nur hinter geschlossenen Autofenstern. Felix Achanel, ursprünglich Mathematiklehrer, lebt mit seiner Familie in einem Quartier, wo er sich abends nicht mehr aus dem Haus getraut. Es ist sehr schwierig, mit dieser Gewalt zu leben, denn sie beeinflusst unser Leben ständig. In weniger als einem Monat wurde zweimal bei mir zu Hause eingebrochen. Das Einzige, das wir Katholiken tun können, ist, Gott zu bitten, uns zu beschützen, wenn wir morgens das Haus verlassen. Die Situation hier ist sehr heikel. Galgenhumor auf höchstem Niveau. So treten Zeichner an gegen Korruption und Gewalt. Die klassische David-gegen-Goliath-Situation. Hey, ist das so? Ist das mich? Ist das du? Nein, das ist possible, ne? Bei diesem dreitägigen Workshop spielt Patrick Chabat den Motivator für seine Berufskollegen. Er lässt die Zeichner ihre schwierige Arbeitssituation reflektieren. Echte Pressefreiheit gibt es in Zentralamerika nicht. Viele Themen sind tabu. Selten getrauen sich Karikaturisten, den grassierenden Rassismus zu thematisieren. Und kaum jemand wagt, das Militär zu kritisieren. Dabei sterben in unserem Land Menschen vor Hunger, haben keinen Zugang zu Bildung und Gesundheitswesen. Hier hätten Karikaturisten ein breites Betätigungsfeld. Kritische Karikaturisten wie José Manuel Chacón selbst werden mundtot gemacht. Als er die Privatisierung des Energiesektors kritisierte, verlor er seine Stelle. Alan MacDonald lebt in Honduras und wurde dort während eines Staatsstreichs verhaftet. Seine Cartoons wurden dem Machtapparat offenbar zu gefährlich. Eigentlich könnte er auf die politische Macht seines Stiftes stolz sein. Stolz bin ich nicht. Ich habe einfach getan, was meine Pflicht ist, mein Metier. Anprangern und kritisieren. Schließlich ist es die Aufgabe der Karikatur, Bewusstsein zu schaffen. Und gegen übermächtige Gegner loszureiten, mit der Besessenheit eines Don Quixote. Es
Es ist unmöglich, meine Situation mit derjenigen in einem Land zu vergleichen, in dem die Demokratie nicht garantiert ist. In der Schweiz bin ich ein Zeichner in Pantoffeln. Der sich auch mit der ätzendsten Zeichnung nicht in Lebensgefahr begibt. Aber in Zentralamerika ist es anders. Hier herrschten vor nicht langer Zeit Diktaturen. Die Rolle des Pressezeichners muss man hierzulande verteidigen. Guatemala City ist voller Stacheldraht gesicherter Mauern, hinter denen sich die Refugien der Reichen verbergen. Weniger Begüterte wie Felix teilen sich eine einfache Wohnung zu zehnt. Nur dreimal in der Woche fließt Wasser. Aber selbst Felix muss seine ärmliche Wohnung mit Stacheldraht schützen. Es ist ein täglicher Kampf. Aber ich bin weder frustriert noch deprimiert. Nein, im Gegenteil. Die Situation motiviert mich, mehr zu leisten, mehr für die Sicherheit meiner Familie zu tun. Wo die Demokratie unsicher und die Politik korrupt ist, kann eine einfache Zeichnung verborgene Zusammenhänge zeigen und Lügen enttarnen. Das ist eine enorme Macht. Das Credo des erprobten Cartoonisten. Aber wer hier hofft, dass Cartoons etwas bewirken, braucht eine gehörige Portion Geduld.